Zu einer Konferenz trafen sich die großen drei des Nahen Ostens in Kairo. Ministerpräsident Nasser begrüßte König Ibn Saud von Saudi-Arabien am Flugplatz. Im Kobe-Palast fanden die Verhandlungen zwischen dem syrischen Präsidenten Shukri Kowatli, Ibn Saud und Nasser statt. Das Ergebnis der Konferenz bekräftigte die enge arabische Zusammenarbeit und die Unterstützung Jordaniens.